Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total Warhammer 3. Wir sind hier schon wieder von den ollen Zombie-Piraten angegriffen worden. Uns ist auch hier nichts vergönnt. Aber die gute Nachricht ist, dass, glaube ich, unsere Skinks selbst im Nahkampf gegen sie besser sind. Der einzige Problemfall ist wahrscheinlich er hier. Und das hier ist so ein halber. Aber jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie wir diese Truppe jetzt hier versuchen aufzureiben. Ich werde wieder so einen ähnlichen Hinterhalt versuchen, allerdings werde ich dieses Mal die Nahkämpfer ein bisschen zurückhalten müssen. Das ist so ein Problem. Aufstellung starten. Wir starten auf jeden Fall schon mal mit ganz guten Magie. Ich stelle ihn hier hin. Die stelle ich dahin. Euch, ihr seid jetzt hier ausnahmsweise mal die Nummer 1, stelle ich dahin. Und ihr seid die Nummer 2. Euch stelle ich dahin. Okidoki. Also das Spiel nimmt momentan nicht an, dass wir das hier schaffen. Gucken mal, ob es recht hat. Oder halt nicht. Jetzt bereue ich es nicht, Kardons Verwandlung genommen zu haben. Ich bereue es gerade eben wirklich sehr. Oh, da kommen die Flieger. Bitte seht mich nicht. Oder warte mal, die sind so cocky, dass ich sie direkt wegballern kann. Die scheinen sehr von sich überzeugt zu sein. Genau, die ballern wir nämlich jetzt hier schon mal so ein bisschen runter. Und das Gute ist, wir haben hier die Reduzierung des feindlichen Geschossschadens. Das ist auch sehr, sehr wertvoll. Also komm, wir gehen mal vor. Die haben jetzt hier ein Problem, dass sie jetzt erstmal weniger Geschossschaden machen für eine gewisse Zeit. Und wir schießen jetzt ihre Flieger runter. Die Deckwerfer. Ja, da gehen die schon mal down. Ihr geht weiterhin dahin. Wäre halt gut, wenn die jetzt hier endlich mal runterfallen würden, ne? Sag mal, ich müsste doch... Oh, Kacke, das ist nicht gut. Oh, Kacke, das ist gar nicht gut. Ihr geht schnell dahin. Ihr greift hiermit an. Ich muss da jetzt reinjodeln. Die so schnell wie möglich jetzt hier ausschalten. Halt, nein, 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 du musst noch näher ran. Okay, kommt. Ihr müsst jetzt ihn hier ausschalten. Die haben es jetzt hier schon so gut wie hinter sich. Ihr haut es mal besser da ab! Bisschen Nahkampf-Damage-Erhöhung. Go, go, go. Lauf du weiter, du hast nicht mehr so viel HP. Wie gesagt, wir müssen die Fernkämpfer wegmachen. Den General kriegen wir schon irgendwie down. Da bin ich halbwegs guter Dinge. Schnell mal weg.
Ja, ihr jetzt eigentlich auch mal schnell weg, ne? Keiner muss jetzt hier mehr im Nahkampf rumstehen. Das ist Unsinn. Der wird es hier gerade von allen Seiten richtig behaart. Oh, bitte triff. Ja, er trifft. Und er kommt auch irgendwie nicht so wirklich von der Stelle, was ich ganz gut finde. Jetzt leider schon. Der will halt ernsthaft jetzt Nahkampf mit den Nahkämpfern. Okay. Finde ich jetzt eine interessante strategische Entscheidung. Okay, teilweise sind sie jetzt leer. Mir ist ernsthaft die Munition ausgegangen. Dass der halt so tough ist. Wenn ich jetzt halt mit Tenauin in den Nahkampf gehe, kannst du mit Tenauin ganz schnell vorbei sein. Der hat halt eine 83er Nahkampfabwehr, der Typ. Das ist halt völlig absurd, sind wir mal ehrlich. So, wir können noch mal ein bisschen versuchen, mehr Damage zu machen, aber viele Optionen haben wir da nicht. Ich guck, was ich machen kann, ne? Oh Gott. Er greift Tenau hin und ich muss die mit Tenau hin raus. Leider. Ihr geht mal schnell dahin. Und ihr da. Die treffen halt nichts. Nee, ich schick's in den Nahkampf. Ich glaube, die machen mehr Friendly Fire als irgendwas anderes. Warum kann ich euch da oben nicht... Jetzt kann ich das endlich. Wir müssen halt auch seine Regeneration so ein bisschen... Oh, der ging daneben, so ein Mist. Tja, ihr reckt wohl leider nicht mehr. Jetzt wäre es gut, wenn du nicht wieder verfehlen würdest. Also. Weil das hier kann ich ja leider nicht machen, da würde ich zu viele eigene töten. Wohl gegen ein Einzelziel macht das eh nicht so viel Damage. Was? Sorry? So, macht euch nochmal raus. Die sollen jetzt hier nochmal schießen einfach, so viel wie sie können.
Wir kiten ihn einfach, solange wie wir Munition haben. Bitte triff. Oh Mann, ey. Probier es jetzt halt doch mal, ihn so zu treffen, ne? Na, er wird daneben hauen. Er haut ihn daneben leider. Los, ran an den Speck. Ihr da lang. Und ihr da lang. Kommt, go, 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 go. Lasst euch nicht so lange bitten. Zum Glück ist sie halt echt langsam. Probieren wir es nochmal, wenn er da rauskommt. Bitte triff. Ey, es ist einfach nicht möglich, ihn zu treffen, wenn er einfach so quer zu uns läuft, ne? Geht einfach nicht. Schnell mal dahin und dahin und jetzt versuchen wir es gleich nochmal. Ja, der Treffer war wieder gut. Aber immer noch 2000 HP. Das Ding macht aber auch überraschend wenig Schaden, sind wir mal ehrlich. Da würde ich mir eigentlich mehr von erhoffen, von so einem extra Geschoss, das immerhin 4 Energie kostet. Gefühlt macht es auch 4 Schaden. Oh Gott, ey, ich hab schon wieder... Das erinnert mich jetzt hier so ein klein wenig an den Skelettmarathon von Essen. Man muss dabei gewesen sein, um zu wissen, was es ist. Um es zu verstehen. Na ja. Läuft ja, ne? Ja, nee, jetzt. So langsam aber sicher müssen wir jetzt dann doch in den Nahkampf gehen. Denn mir gehen die Optionen aus. Gut. Metzel die nieder, auch wenn es lange dauert. Den meisten Schaden machen wir halt immer noch über das hier, ne? Auch wenn es eigentlich fast kein Schaden ist. Verkack's nicht. Jawohl. Und noch 1000 HP. Wir müssen halt irgendwie schaffen, dass deine Moral unter 0 droppt. Oh oh. Don't run away. Einen kann ich noch casten. Bitte triff. Der ist jetzt wirklich wichtig.
Er hat getroffen, sehr gut. Die Moral ist jetzt auf 1. Tja, mehr Energie werde ich nicht mehr generieren. Er zerfällt! Mann, warum muss das immer so close sein? Also auf jeden Fall sind die Salamander weg und meine Nahkampfskinks sind alle weg. Ach ja. Ich sehe es von der positiven Seite, mache ich weniger Minus. Muss ich ja, ne? Diese vermaledeite Plünderung macht mir halt einfach Probleme. Richtig enorme Probleme. Ja, ich gönne mir dann doch die Verlustverstärkungsrate in dem Fall. Und natürlich hat er jetzt hier wieder eine... die Fullstack ist jetzt hier. Okay, das heißt, er ist jetzt da reingegangen. Ich kann jetzt endlich die Stadt belagern und er ist gefangen. Das wäre die ideale Ausgangslage. Dann ist er nämlich gänzlich handlungsunfähig. Nochmal 5% mehr Hinterhalt. Hinterhalt wieder verhindert, das haben wir ja mitbekommen. Vom Feind gestohlen. Jetzt haben wir den großen Vernichter von Lustria. Oh, der ehrwürdige Stegadon ist aber wiederum cool. Ja, es war klar, dass die hops gehen, die Versager. So mehr Geschosse für Skinks, das hätten wir eine Runde früher gerade eben gebrauchen können, ganz im Ernst. Also gut, bitte sag mir, dass du... Nein! Oh, come on, es darf nicht wahr sein. Ich hasse diesen Dschungel. Oh, er glaubt gar nicht, wie sehr ich ihn hasse. Okay, zieh dich zurück. Panspelz, nein, warte mal, jetzt nehme ich halt dann doch Kardons Verwandlung, einfach deswegen, weil ich gerade eben gelernt habe, dass ich ihn hätte gebrauchen können. Wir holen uns nochmal 3 von den Nahkämpfern, hier hinten, können wir direkt ihn wieder in die Armee einfügen. Wir gehen auch direkt wieder in den Hinterhalt, weil, was soll ich anderes tun? Mentor. Mit allen anderen aktiven Kommandanten. Finde ich eine gute Idee. Dann, was wollen wir denn hier noch leveln? Also Plänkler wäre natürlich eine gute Idee. Weil dann würden nämlich unsere Skinkies noch ein bisschen mehr Geschossstärke bekommen. Anführer der Jagd. Ist zu teuer. Können wir uns eigentlich nicht leisten. Nee, ich nehme Plänkler. Denn wir haben schon einiges an Plänklern und wie gesagt, wenn die dann auch noch ein bisschen mehr Nahkampfabwehr bekommen, sage ich sicherlich auch nicht nein. Als kleines Bonus obendrauf. Die brauchen immer noch 3 Turns, hier stehe ich immer noch dumm rum. Haben die noch irgendwelche Charaktere? Ja, die haben wieder Charaktere da drin. Aber, ja, er hat ja gerade eben erfolgreich, ne? Okay, nee, dann das heißt, du bleibst hier stehen. Kann ich also nichts machen. Vorrotaufstellung für Infanterieeinheiten der Skinks für alle. Noch mehr Geschossstärke für Skinks. Können wir gebrauchen. Wie gesagt, du bleibst hier stehen. Wir können Euxler ausbauen. Oh yes. Stufe 5. Stufe 5. Ich meine, bringt uns immerhin auch nochmal so ein klitzekleines bisschen Geld. Ne? Nicht viel, aber ein klitzekleines bisschen. Oder ich mache hier... Nee, warte mal. Itza besser. Ja, wir gehen hier auf Itza, auf die höchste Stufe. Weil dann können wir nämlich das Gewölbe der Alten machen. Wobei mir das hier nicht so viel bringt. Ne, bringt mir nicht so viel. Das hier können wir überspringen. Aber egal, ich finde Itza dann bei Itza trotzdem besser. Und jetzt kommen wir mal auf die Diplo. Ja, na, wie gesagt, mal wieder mal großartig. Einer meiner Verbündeten ist halt hops gegangen.
Ich muss mal gerade mal schauen, wo stehen eigentlich die Menschens? Hä, warum habe ich die überhaupt nicht zur Auswahl? Das kann doch gar nicht wahr sein. Was sind die denn? Also der mag mich ja eigentlich. If we are not enemies, there's no reason we can't do business. Ja, da geht halt einfach nichts, ne? Warum geht denn das jetzt hier runter? Abkommen mit Hexwaddle. Frühere Abkommen mit Wächter der lebenden Teiche. Bluthallenzirkel. Grundlegende Abneigung. Ich fände es halt cool, wenn er sich jetzt mal wieder um die Untoten kümmern könnte. Ich meine, viel hat er nicht mehr. Hat diese zwei Siedlungen, ne? Eigentlich diese drei jetzt hier, ne? Und hier. Oh, ey, mich regt es immer noch so auf, dass ich hier nicht angreifen kann. Das ist so ärgerlich. Aber immerhin rollen jetzt hier die Ritter was auf, ne? Tatsächlich ist auf ein oder zwei Fraktionen hier sogar Verlass. Jetzt ist er wieder abgehauen. Hat Quetzer komplett zurückgelassen. Okidoki. Weil es halt die Ritter kommen, ne? Deswegen hat er da keinen Bock drauf. Angreifen statt verteidigen? Nein, auf gar keinen Fall. Nahkampfabwehr, natürlich. Verteidigen ist das Ding. Bei uns. Da kommen wir auch nie drum rum. So, wir können hier nochmal ein bisschen mehr Waffengrundschaden machen. Finde ich ganz gut, bekommst du. Hier umkreisen wir den Laden leider einfach nur wieder. Was ist mit dir? Er hat halt da drüben auch wieder so eine ganze Bande, ne? Es bleibt der pure Schmerz. Ihr reckt hier immer noch. Das Ding ist bald auf Stufe 3 endlich. Und ich bin am Überlegen, wie ich jetzt hier noch so weiter verfahre. Warum haben die weniger Nahkampfangriff jetzt hier gerade eben? Verstehe ich einfach nicht. Okay, die Chamäleonschleicher weiß ich auf jeden Fall noch. Die haben mega krass geile Geschosse. Die kann man danach auch wunderbar im Nahkampf einsetzen. Machen halt weniger Schaden als sie, aber sie sind dann trotzdem eine sehr, sehr probate Truppe. 150, 450, ja, das dürfte passen. Er belagert hier. Die machen hier relativ wenig. Er bleibt hier einfach auch mal stehen. Hier machen wir auch nichts. Wow, das war mal wieder eine schnelle Runde. Ja, ja, du Pirate King. Oh Gott, das sind die... Oh! Ungünstig? Definitiv ungünstig. Rackard macht hier schon wieder Rackard-Dinge. Ich stelle mich mal schon wieder cocky, wie ich bin, hier vorne hin. In den Hinterhalt. Habt ihr noch irgendwie einen Agenten hier? Ja, komm, ich versuche diesen Agenten wegzumessen. Yes, oh Gott, wie viel Glück kann man haben? Naja, gut, auf der anderen Seite, was wir in letzter Zeit, also was wir am Anfang für Glück hatten, ich finde das nur ausgleichende Gerechtigkeit irgendwo. Es ist einfach nur ausgleichende Gerechtigkeit. Quetzer wird wieder belagert. Ah ne, das sind ja wir. Ja, ja, logisch. Ich finde das so komisch, dass mir das gemeldet wird, so nach dem Motto. Übrigens, du belagerst Quetzer. Mhm, ich weiß, ich war dabei. What?
Hä? Moment, was ist da jetzt passiert? Der hängt jetzt in meinem Radius fest. Der Hinterhalt ist, glaube ich, gescheitert. Was zum Geier? Ja, ja, wieder mal Hinterhalt verhindert, ne? Ey, es ist so krass, wie oft diese Hinterhalte verhindert werden. Entschuldigung, dass ich mich aufrege. Es tut mir wirklich leid, aber ihr seht ja selber das, was hier passiert, ne? Und jetzt hängen die hier ineinander rum. Ich kann auch keinen Hinterhalt jetzt hier machen. Okay, ich habe dich jetzt hier einfach mal gefangen gesetzt. So sehe ich das jetzt. Ich darf es halt auch nicht angreifen nach meinem eigenen Reglement, obwohl das jetzt aus meiner Sicht ja ein wenig buggy ist. Das ist meine Meinung. Es ist ein wenig buggy, aber ich folge dem Regelwerk. Oh, kacke, 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 kacke. Da ist sogar Luthor Harkon höchstpersönlich irgendwo unterwegs. Ich gehe jetzt mal irgendwo hin, wo ich dann in beiden Richtungen eingreifen kann, falls es nötig wird. Also sowohl in diese Richtung als auch in diese. Ich gehe dafür bis an die Grenze. Denn hier brauchen sie ja leider noch ein paar Runden. So, endlich hat der mal ein bisschen was gelernt. Der kleine Zauberzausel hier. Okay, wieder schneller Handel. Wo einfach mal wieder gar nichts schnell ist, wie man sieht. Okay, gucken wir mal. Exoadel ist immer noch ein bisschen mächtiger als wir. 1000 Stunden machen immer noch nichts. Wir hängen immer noch mit denen da drin rum. Okay. Weil mir das tierisch auf den Zeiger geht, Freunde, werde ich an der Stelle, weil ich das jetzt einfach mal als Fehler im Spiel definiere, das ist eine unvorhergesehene Situation, ruhig. Ich darf diese Einheit angreifen, aber ich ziehe mich zurück. Also ich schlage sie nicht. Ich will einfach nur von denen weglaufen dürfen. Der größte Wag kommt nun. Ja, es beginnt also. Also wie gesagt, ich jule das jetzt einfach, dass ich das hier machen darf. Ach, die rennen sogar von alleine weg. Gut. Wie gesagt, das ist... Weil es ist einfach Quatsch, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann und auch keine Hinterhaltsdance machen kann. Es ist einfach nur blöd. Das führt zu nichts. Nochmal... Mehr 10% mehr Hinterhalterfolgschance, als ob das irgendwas ändern würde. Ganz im Ernst, als ob das irgendwas änderte. Oh, Scheibenkleisterei. Also ich meine, ich sehe ja, wenn die kommen. Tja, wir haben 91% Hinterhalt gerade eben. Dieses Gebäude ist eher so halbnützlich gerade eben, sind wir mal ehrlich. Und das hier brauche ich jetzt aber auch gerade eben nicht mehr. Wobei, was... Ne, das hier kann ich rauslöschen. Genau, das brauche ich nicht mehr. Und hier können wir aber auch ähnliche Entscheidungen treffen. Wobei hier... Doch, das hier kann auch raus jetzt. Ja, das kann jetzt auch raus. Braucht keiner mehr hier. Du bleibst hier immer noch stehen. Gibt es hier wieder irgendwelche dummen Helden? Nee, nicht wirklich.
Dann lassen wir das jetzt hier auch wieder und wir gucken mal wieder auf den schnellen, langsamen Handel, weil hier ja nichts passiert, was irgendwie was Sinnvolles wäre. Es ist der Oberhammer, dass ich die Hochelfen noch nicht kenne. Gut, ich hätte mal einen Agenten hinschicken können. Aber woher nehmen? Ne? Also, danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal lauern wir weiter und werden entdeckt. Haut rein, macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.